Ich habe zu der Zeit in so einer Bar gearbeitet. Hab da nicht viel verdient, aber es war besser als nichts. Und dieser Typ, der kam jeden Abend um die gleiche Uhrzeit zu mir in die Bar und hat immer das Gleiche bestellt und sich dann zu mir an die Bar gesetzt. Richtig widerlicher Typ, das sage ich Ihnen. Hat mir immer dumme Sprüche gedrückt. Aber naja, solche Typen gibt's halt überall, wenn man in einer Bar arbeitet. Ich habe einfach versucht, ihn zu ignorieren. Aber an diesem Abend kam er später als sonst und war völlig durch den Wind. Ich meine, mir ist es egal, was interessiert's mich, ne? Eigentlich. Dann hat er gesagt, es gäbe was zu feiern und hat jedem einen Drink ausgegeben. Ich fand's cool, weil es war das erste Mal, wo er mir ein Trinkgeld gegeben hat. Das war's auch schon. Mehr gibt's da nicht zu erzählen. Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass er seine ganze Familie umgebracht hat. Hätte ich nicht gedacht. Also, dass er eine Familie hatte.